Wir haben gegrillt heute. Ja. Oder sind am Grillen. So, haben jetzt Mittag gemacht, gerade eben. Vor ein paar Stunden. Jetzt haben wir halt. Was haben wir jetzt? Muss ich die Uhr gucken. Halb 20 vor 7 und ja. Hat halt nochmal die nächste Foto drauf, dann für heute Abend. Und das ist natürlich jetzt gleich halt fertig. So. Heide, wird's ja so wärm. So. Da krieg ich keinen Ball mehr raus, die Scheiße. Ich keinen Ball mehr rauskriegen. Fuck, ey. Fuck, 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 fuck. Die Ballen können auch erstmal liegen bleiben. Aber ich werde dann das gleich erstmal unten pressen. Alles. Und das Presswäsche dann an einem Betrag hängen, zusätzlich. Weil ich mit Glas fertig bin. Im Ladewagen. Ach, schade, dass ich keinen Ball mehr rauskriege. Die Scheiße. Na ja, wir wollen hier jetzt einzelne Pfütze jetzt noch rausholen. So. Vielleicht muss das nochmal 5 Minuten dranhängen. Boah, ich mache jetzt einfach noch, bis das gestufen wäre. Dann ist halt Schluss für heute. Ist halt der letzte Part ein bisschen kürzer. Na egal, da habt ihr oft noch schon längere Folgen, so gehabt. So. Ach, nix, X. Ausmachen. Ah, die ist so verbuggt ein bisschen. Naja, egal. Bleibt halt so, wie es ist. So. So. Okay. Ich glaube, mal gucken, welche Wasserträger noch umsetzen müssen. Ups, oh, kann man runter die Reifen wechseln, so. So. Erstmal ausmachen. So. Natürlich benutzen hier. So. Einschalten. Und dann. Oh, hier Stroh einsammeln. Eieiei. Erstmal das Gewicht dran machen hier. Oh, weil ich glaube, das ist viel zu schwer für den MW-Truck. Schade drauf. Ich hoffe, das funktioniert hier. Wie schade, das muss ich schon. Oh, warte, das Gewicht ist viel zu schwer für ihn. Ich glaube, da muss ich austauschen fahren. Scheiße. Mal runter. Oh, wenn ich jetzt bremse, 180 Grad schlage. Ne. Ich komm weg. Scheiß, die wandern. Ich hab gedacht. Eieieiei. So. Ich will mal das Feld immer noch machen und dann ist Schluss für heute. Muss das noch fertig sein. Wenn es früher ist, weil Grill ist ja nicht, laut weiß ja nicht so, nie so lange. Ich schwitze mir einen ab hier. Ich hab vergessen, die Roller runter zu machen heute. Naja, egal. Das wird eine heiße Nacht werden. Schönen W-Stern. Naja. Oh Mann, es hat heiß, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Okay. Ist auch mittlerweile gut warm geworden. So, ist leer. Boah. Warm. Wenn's doch. Ist alles hier rein. Ja, ich denke mal. Ich weiß sogar noch einmal zu viel haben hier. Naja, egal. Was hat zu viel, das wird dann in den Dings landen. Im Strohlager. Im Heustall. So. Boah. Am Öl wie sonst was. So. Und viel geschafft haben wir heute nicht. Naja, hätte ich auch. Ist ja auch, ja.
Naja. Scheiße, ich muss wieder schnell den Ventilator mal anmachen, ja. Wie lange haben wir noch? Also 6 Minuten noch, haben wir 10 vor. Jetzt für eine Folge nach 10 Minuten lange nur. Naja, so ist schade drauf. Versuchen hat jetzt immer genau 15 Minuten Part hinzukriegen. Aber kann halt schon passieren, dass der letzte Part ein paar Minuten länger oder ein paar Minuten kürzer ist. Denn ich will auch jetzt, ich will jetzt auch nicht haben, dass ich mittendrin immer wieder willkommen zurück zu haben will und so. Ich will schon, dass ziemlich eigentlich an einem Stück bleibt. Jetzt haben wir natürlich das Flash hier voll. Warum wir uns noch einen größeren Ladewagen holen werden, weil schon, das ist eigentlich ganz gut hier, den wir hier haben. War. Er hat, was an Ladung. Was haben wir denn hier? Ladewagen gebraucht. Vorteil, Erdmaschinen, Kartoffel, Rüben, Ernster, Kipper, Gruber. Düngeschreuenspritze, Spreugel, Fässer, Mähwerk, Schwader, Schwetter, Ladewagen. 44.000. 47.000, 53.000. Okay. Ja, okay, hat der ein bisschen weniger hier. Das wäre natürlich schon eine Überlegung wert, später den hier einzutauschen. Auch wenn ich den ja richtig geil finde, allein schon die Animation da unten. Aber, naja. Egal. Dann wollen wir natürlich auch die beste, gute Produktion haben. Und dann sparen wir uns natürlich auch Sprit. Ja, jetzt werdet ihr jetzt meinen, warum ich dann den Ursus ausgetauscht habe, das ist besser, haben wir bessere Leistung. Für. Deshalb habe ich ja nur für Ballen zu, Ballen zu laden. Für anders werde ich auch nicht brauchen, außer dann halt zu pressen. Und dafür reicht der Dolz vollkommen aus. Meines Erachtens nach. Da ist man anderen total überpowered ein bisschen. Hab schon Gefühl. So, muss das Ding jetzt gleich mal gejot sein hier. Ja, 88, 89. Ah. Mein Gott, ey. Tut mir leid, dass ich gerade zu ruhig bin gerade jetzt, aber das ist echt abhängig, wird so warm hier drin. Naja. Was weiß ich immer, was man sagen soll. Aber was mich freut, ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr. Ich habe mittlerweile schon 17 Abonnenten. Dafür schon mal recht herzlichen Dank für alle. An alle, an diesejenigen. Und würde mich natürlich auch darüber weiterhin freuen, wenn ihr meine Videos teilt und weiter empfehlt. Wäre ich natürlich sehr froh drüber. Und, ach so, wir sind voll. Fahren wir den noch weg, damit die Kühe zu fressen haben. So. Wir haben schon mal 45%. Immerhin kriegen wir auch schon mal jetzt gut Dingens her. Milch. Das war einfach, was mir fehlte. So, dann werden wir das hier gleich. Dann weg. Genau, wenn wir in der nächsten Folge das hier unten ins Heustadt tun und das da oben noch noch pressen, Strohballen pressen und dann die Ballen, und dann wird es daran gehen, die Ballen einzusammeln. Zum Glück haben wir ja den Ladewagen, den wir nutzen können. Weil sonst fährt natürlich ein bisschen heikel. Naja, egal. Mal schauen, ich muss hier mir von was anderes holen als der MW-Truck. Muss ich auch da schon mal einen Dolz davor setzen oder so. Weil der schwenkt mir zu sehr rum, der MW-Truck, der hat schon die Seemaschine oder so wieder. So. Boah, fahr doch hoch. Also Strohballen brauchen wir erstmal dann nicht mehr, weil wir das hier alles mit Strohballen machen. Da werden wir einiges kriegen. Auf jeden Fall einiges an Strohballen. Schon mal ein Problem weniger. So, das gleich geschafft. So, Tür schade und BMW, aber wenn man mit den Seen hat, kommt der auch noch oft genug zum Einsatz. Wow. Ich denke, wie oft die Stehende schon im Einsatz hat. Jetzt kann man bei 29 Litern noch runter. Und dann die anderen Deutsche. Ja. Boah, die schluckern wie Sau.
Ich brauche einen leistungsstärkeren Traktor. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Die einen Dolls kommen einfach alle weg. Ich setze den hier. Ich habe ja noch einen anderen MB-Trag, den hole ich mir dann. Den setze ich dann vor den Dingens. Vor den, für die Mischung. Denn für die Mischung, ach mal, Mischung ist zu doof. Jetzt, Moment. Für die Früchte. Die aber von den beiden Anhängern. Und du dann die anderen Dolls austauschen gegen diesen K90. Ich denke, das. Den Flug wird auf jeden Fall gezogen. Habe ich, müsste ich mal ausprobieren. Vielleicht mal ausprobieren. Ansonsten muss ich mir den halt behalten. Einen behalten für den Flug. Ich werde es auch machen. Ich werde halt den einen Deutz für den Flug. Den werde ich eh kaum brauchen. Von daher. Mal gucken. Muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall haben wir das für heute erstmal hier geschossen. Für heute sind wir durch, würde ich mal sagen. Ja. Dann passt, wenn wir jetzt hier durch sind, dann passt es. Überlegen, was kommt denn heute? Kommt heute Promi-Din oder Koch Arena? Ne, heute kommt Promi-Din. Koch Arena war letzte Woche. Auch wieder sehr schön. So. Jetzt tun wir denen erstmal was Stroh geben. Damit sie sich auch vernünftig legen können. Mit ihren alten Knochen. So. Wow. So. Ah, ja. Piep. Ich. Ah! Muss doch die richtige Taste zum Bremsen finden, so. Das kriegen wir so früh erstmal zu fressen. Schon mal ein paar gute Prozent. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Mischration. Dann haben wir auch 100%. So. Das ist wärm. Okay. Maximal Fassungsfuttervermögen. Okay, dann können wir das gleich noch einladen. Das ist in der nächsten Folge. Denn das war das für heute, für diese Woche. Von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Wenn es euch gefallen hat, gebt da hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Beziehungsweise jetzt gleich bei. Was nehme ich jetzt als nächstes auf? Brothers and Arms nehmen wir als nächstes auf. Also entweder bis zum nächsten Mal oder wie ihr wollt. Bei Brothers and Arms. Bis nachher. Ciao.